Perovskit-Solarzellen sind die neuen Senkrechtstarter in der Photovoltaik. Innerhalb von wenigen Jahren hat sich ihr Wirkungsgrad enorm gesteigert, von 4% auf 22%. Und ihr Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft. Perovskit-Solarzellen wandeln vor allem das relativ kurzwellige blaue Licht in Strom um. Die heute gängigen Siliziumzellen dagegen fangen langwelliges Licht ein, im roten und nahe infraroten Bereich. Perovskit und Silizium ergänzen sich also bestens. Deshalb wollen wir die beiden Materialien kombinieren, zu einer Tandemzelle. Die könnte einen Wirkungsgrad von über 30% erreichen. Das wäre ein echter Durchbruch. Aber es gibt noch einige Herausforderungen zu meistern. Zum Beispiel das Blei in den Perovskiten. Es ist giftig und vor allem bei der Herstellung der Materialien ein Problem. Außerdem sind Perovskite sehr empfindlich gegenüber UV-Strahlung und Feuchtigkeit. Sprich, bei Sonne und Regen zerfallen sie. Für ein Photovoltaikmaterial ist das eher schlecht. Im Moment halten Perovskitschichten nur bis zu 1000 Stunden durch. Für die Praxis ist das viel zu kurz. Damit die Tandemzellen eine Zukunft haben, müssen wir also ihre Stabilität in den Griff bekommen. Hier kommt BESSI 2 ins Spiel, der Elektronenspeicherring des Helmholtz-Zentrums Berlin. Mit dem speziellen Röntgenlicht aus BESSI 2 kann man herausfinden, welche chemischen und physikalischen Prozesse in den Perovskitschichten ablaufen und warum die Perovskite mit der Zeit so stark nachlassen. Mit diesem Wissen entwickeln wir Schritt für Schritt neue, super effiziente Tandemzellen.